Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Genau, so heißt das Spiel. Nee, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Lara, geh doch an das Scheißteil ran, bitte. Und du sollst nicht immer schießen, nur weil du sofort daran bist. Ach egal. Sieht ja alles so seltsam aus. Oh! Ach, scheiße, jetzt kommt schon wieder ein Krokodil. Krokodil Dundee, lass mich in Ruhe, bitte. Ich will noch mal Luft holen. Bitte knabber mir jetzt nicht an den Füßen rum. Die schmecken nämlich ganz käsig. Das willst du gar nicht. Au! Und weh es an mir rumgeknabbert hat. Fick dich! Lara, 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 Lara. Schnell, 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 schnell. Nimm das Teil! Nimm das Teil! Nimm das Teil! Oh mein Gott! Lara! Lara! Du scheiß Viech! Ah! Wie das aussieht. Nee. Ah, schön. Alter. Ich will mich nochmal hier umgucken. Wenn ich dürfte, aber ich darf nicht. What the fuck? Komme ich da echt nicht mehr zurück jetzt? Nee, das ist eine Strömung. Aber da war doch noch irgendwas an der Seite, was ich mir angucken wollte. Ach, Mann, oh. Auf jeden Fall würde man erst hier auch durch den Shortcut landen. Lustigerweise. Nur mal so zur Info für euch. Hier ist irgendwo ein Loch an der Decke, durch das man fallen würde dann. Und ins Wasser klatschen würde. Hier vorne irgendwo. Was jetzt vielleicht verschlossen ist. Aber hier wäre auf jeden Fall der Shortcut und ich heile mich jetzt auch mal. Ich kann das blinkende Gedöns da nicht lange betrachten. Das ist ja schrecklich. Und ich sehe wieder überhaupt nichts. Es ist so gut, dass wir so viele Fackeln haben. Ah. Da ist eine Luke irgendwo aufgegangen. Okay. Wenn ihr auch keine Ahnung habt, wo. Wieso habe ich die Harpune eigentlich nicht? Oder finde ich die jetzt hier? Ich hoffe, ich finde sie hier. Sonst habe ich hinterher ein dezentes Problem. Hä? Warum ist hier zu? Muss hier zu sein? Ist das wirklich so alles richtig? Naja, egal. Ah! Wieso komme ich hier nicht lang? Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Oder habe ich die Strömung damit umgelenkt? Kann ich jetzt wieder da hinten lang? Ich weiß es doch nicht. Nee, hier ist doch auch die Strömung. Was? Das Ding kann mir ja hier auch nicht helfen, schließlich. Nein! Dass sie auch immer sofort damit schießt, wenn sie da rangeht, vor allem. Ich will das Teil doch gar nicht. Ich weiß jetzt nur gerade echt nicht, wo ich hier lang soll. Ich meine, what the fuck?
Ich muss hier unten lang. Das weiß ich. Aber ich komme hier gerade nicht lang. Warum nicht? Was ist denn gerade mit dem Spiel schon wieder kaputt? Hätte ich den Schalter nicht ziehen dürfen, oder was? Ich habe gerade ins Lösungsbuch geguckt, ich gebe es zu. Jetzt gerade so, während ich hell gesagt habe. Die Luke soll hier schon irgendwo sein. Frage ist nur wo. Ich habe hier keine Luke gesehen. Ich meine, bei der Dunkelheit sieht man auch sowieso nichts, mal davon abgesehen, klar. Und die Tür hier ist nun mal zu, oder ist das die Luke? Ist hier. Nee, ist nicht. Was? Ach, die ist hier. Muss man aber auch erstmal sehen, ey. Meine Fresse. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ja, mach nicht so einen Wind. So, jetzt ist die Tür offen, das ist gut. Wenn ich doch nur was sehen würde, wäre die Welt so viel schöner. Es ist echt so. Ach, deswegen kann ich nicht voranschwimmen, weil ich vor einer Wand war. Gut zu wissen. So, hier sollte ich, glaube ich, nicht auftauchen, sondern noch weiter schwimmen. Ich weiß nur nicht genau, wohin. Wohin sollte ich nochmal? Hier vielleicht? Hier hinten in die Ecke irgendwie vielleicht? Ah, guck mal, hier unten. Scheiße, hier gibt's keine Luft. Ich muss hier nochmal schnell raus. Ah, ich sehe nichts. Ich will hier nicht ertrinken. Komm schon, gib mir Licht. Na. Bitte entdeckt mich nicht. Guckt eigentlich genau in meine Richtung. Wie schön, dass er so doof ist und mich nicht entdeckt. Na okay, hat ja nur mein kleines Köpfchen hier aus dem Wasser geguckt. Ansonsten war er ja noch ganz gut versteckt. Ist hier nichts. Warum kann ich denn hier hin? Ist hier irgendwo irgendwas? Oh ja, hier, hier, hier. Die Waffe war es immer noch nicht. Vielleicht waren es noch mal ein paar Fackeln oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Irgendwas habe ich auf jeden Fall gerade aufgesammelt. Ah, hier ist ein Schalter. Da ist eine Luke aufgegangen. Das ist schön. Die kann ich aber, glaube ich, auch nur nutzen, wenn ich nicht entdeckt werde. Sonst geht die wieder zu durch den Alarm. Das hier ist auch alles nur für ein Secret eigentlich. Ja. Deswegen sollte ich nicht entdeckt werden. Noch nicht. Aber ich glaube, bei diesem Secret gab es auch wieder einen Kristall. Den würde ich natürlich dann gerne mitnehmen, wenn das so ist. Ich meine, ich war immer so schlecht. Ich habe das Secret auch nie damals mitgenommen, wenn ich es allein gespielt habe, aber hier ist nicht der Weg. Ist der hier? Ja, der ist hier. Hier ist auch der Kristall. Haha. Ist ja noch mehr als der Kristall? Fragezeichen. Habe ich den Kristall jetzt? Ja, habe ich scheinbar. Okay.
Okay, wir haben es erstmal geschafft, auf jeden Fall. Wie viele habe ich jetzt? Wieder 14, genau. Alles klärchen. Uiuiuiui, war das hier alles gerade scheiße knapp. Okay, Mr. Arschlochtaucher hier ist beseitigt. Und der hier vorne auch. Weil der war der Gefährliche. Der wollte hier irgendwas, irgendeine Tür, glaube ich, auch zumachen oder sowas. Ich meine, ich habe den früher nie aufgehalten, aber das war auf jeden Fall für irgendwas gut, dass ich den vorher gekillt habe. Oh, der hat vor allem einen Schlüssel für mich. Wofür? Was ist das für ein Schlüssel? Schlüssel zum Heizraum, okay. Also anscheinend würde ich sonst nicht in diesen Heizraum reinkommen. Da ich den sonst früher nie aufgehalten habe, ne? Wäre das ja zu vermuten. Hier liegen wieder nur Harpunenpfeile, aber ich habe ja keine Harpune. Aber zur Not kann ich dieses Leuchtding auch wieder benutzen, denn wir finden gleich wieder ein weiteres unter Wasser. Und das ist ja dann gut. Da liegt ja aber auch die Harpune. Hier ist sie endlich. Das ist doch mal wirklich schön. Bis auf die Uzis habe ich jetzt wirklich alle Waffen diesmal, ne? Jawohl. Wie viel Schuss habe ich jetzt mit ihr, da ich gesammelt habe? Nicht viel. Schade, schade, Marmelade. Aber naja, okay. Okay, das war also nicht für ein Secret wirklich, sondern das war eigentlich dafür, um diesen Taucher aufzuhalten, dieser Weg. Weiß ich das auch mal wieder. Ah, hier unten liegen sogar noch mal ein paar Harpunen. Hier werden die jetzt wirklich wichtig. Die brauchst du auch sonst nirgends, nur in diesem Level. Yay. Da hinten sind auch noch mal irgendwelche Sachen, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Hier war ich vorhin, nur halt hier im Kriechen und vorsichtig, damit ich nicht gesehen werde. Zum Glück haben die Idioten mich auch nicht entdeckt. Hier ist soweit erstmal nichts, soweit ich das erkennen kann. Mal schauen, ob hier noch was ist. Ich glaube doch nicht. Was ist das denn da oben noch für ein Weg? Ha. Ah. Was ist das gewesen? Noch ein Schlüssel oder so? Nee, Schlüssel war es nicht. Da war es wohl wahrscheinlich nur ein Medipack oder so, was so golden geleuchtet hat. Sah so besonders aus wie... Ja, keine Ahnung, was auch immer für ein Item halt. Irgendein besonderes Item halt, ne? Gut, dann gehen wir nochmal hier vorne hin und schauen uns hier nochmal eine Runde um. Oh. Hier kann man ja hoch. Thank you.
Okay, das war anscheinend auch nochmal, um sich eher zu verstecken, hauptsächlich. Was ist hier? Ein Medipack. Okay. Brüste! Oder ist hier noch irgendwas anderes halt? Damit meine ich nicht jetzt Laras Brüste, sondern halt an sich außer diesem Weg hier. Ich glaube, ansonsten ist hier echt nicht mal was. Ha. Huh. Ach, Alarm, du nervst. Alarm, keiner mag dich. Geh nach Hause, geh sterben. So, jetzt nochmal mit Fackel hier genau umgucken. Vielleicht habe ich ja irgendwas noch übersehen. Oder ich kann den Alarm zumindest nochmal ausstellen. Das glaube ich nämlich sogar. Hier nicht. Hier auch nicht. Schade. Hier vielleicht. Nein, auch nicht. Warum nicht? Man konnte den doch irgendwo deaktivieren. Bin ich blöd, ey? Ha. Sehr mysteriös. Ich bin der festen Meinung, dass man das hier... Ah, guck mal da hinten. Hier konnte man das machen. Aber wir haben hier noch einen Speicherkristall unter Wasser gesehen, fällt mir da gerade wieder ein. Also an sich hätten wir rein theoretisch, weil wir doch alles richtig gemacht haben, zu dem Secret noch gelangen können müssen, tun. Und den Alarm kann man hier auch nicht klein machen, ausmachen. Hä? Oder muss der jetzt dauerhaft an sein? Ich glaube nicht. Sehr eigenartig. Aber na gut. Dann soll er doch weiter quäken. Interessiert uns einen Scheißdreck, hoffe ich jedenfalls. Unser nächster Auftrag ist... Oh, wow, hier ist ja noch einer! Wie viele Taucher sind hier denn? Alter, der killt mich! Alter! Gott sei Dank! Alter, der hat mich fast kalt gemacht. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass hier so viele Taucher waren. Ich meine, das waren jetzt zwei im Wasser und der eine hier an Land, den ich noch aufgehalten habe. Also, what the fuck? Aber da oben konnte man doch auch noch irgendwie hin. Das irritiert mich. Und ich habe ja auch diesen Heizungsraumschlüssel. Deswegen, wofür ist der? Wo ist denn dieser Heizungsraum? Oder war der gar nicht hier in diesem großen Arsenal? Ich weiß es halt nicht mehr. Ach, Mann. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber naja, unsere nächste Aufgabe wird halt sein, was ich sagen wollte, da runter ins Wasser zu gehen und uns jetzt ganz vielen quälenden Unterwasser-Rätsel-Scheiß-Sachen zu widmen. Mit ständigem Luftmangel, Krokodile, Taucher, alles wird mit von der Partie sein, obwohl ich dachte, die Taucher sind ausgeschaltet und das denke ich jetzt wieder, ich hoffe es. Ich meine, zwei im Wasser sind ja auch mehr als genug. Die sollten jetzt wirklich mal alle down sein, aber ein Krokodil ist da noch drin auf jeden Fall im Wasser, das weiß ich. Und, ja. Deswegen, wir begeben uns auf jeden Fall im nächsten Part dann hier in die Scheiße. Und, ja, wünscht mir Glück. Bis zum nächsten Part auf jeden Fall schon mal, ihr Lieben. Bye, bye.